In den vorangegangenen Videos ging es um den Gutmenschen. Zu finden über Google. Bitte googeln und nicht Suchmaschine YouTube. Es sei denn, ihr seid da fitter als ich am Computer. Ich finde die Videos am zuverlässigsten, auch die, die ich auf YouTube nicht finde, über Google, YouTube, Reinhard Steinbrecher und das Thema in diesem Fall der Gutmensch. Mindestens 3, 4 Videos, die ich heute gemacht habe. Oder noch besser, gibt es Datum ein, 2024-07-14. Das ist immer noch ein gutes Suchwort. Der Gutmensch. Laut meiner Definition. Vielleicht in eurer Definition ein Mensch, der tatsächlich wirklich real Gutes tut. Den nenne ich in meinem Sprachgebrauch ein guter Mensch. Zu dem gibt es auch einiges zu sagen. Aber erstmal der Gutmensch. Der Gutmensch folgt dem Drang der Sucht, sich selber einreden zu können, er sei ein Guter. Er meine es gut mit der Welt und mit den Menschen. Und dann will er sich auch mit niemandem verderben. Denn als wirklich guter Mensch musst du auch mal Stellung beziehen. Du musst auch mal Kritik üben. Du musst dem, dem du helfen willst, auch mal was sagen, was er nicht hören will. Und damit habe ich die schlechtesten Erfahrungen meines Lebens gemacht. 25 Jahre im Schuldienst. Und nur die, die es eigentlich gar nicht nötig gehabt hätten, sowohl unter den Schülerinnen und Schülern als auch Eltern, nur die, mit denen konnte man vernünftig reden, alles war gut. Die haben sogar nachgefragt, die wollten es wissen, die wollten mehr wissen, als ich bereit war zu erzählen. Und alle, die es dringendst nötig gehabt hätten, die ohne Hilfe voraussehbar ihr Leben in den Sand setzten, schon mit 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, da werden schon die Weichen gestellt in unserem Schulsystem, ganz speziell, die wollten es nicht wissen. Aber ich schweife vom Thema ab. Der Gutmensch ist also einer, und jetzt komme ich konkret auf Beispiele. Ein Gutmensch sagt, lass die Ausländer rein, lass die Ausländer rein, lass die Ausländer rein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, kein Asylantenheim neben meiner Wohnung. Ich habe das vielleicht schon das eine oder andere Mal so nebenbei erwähnt. Ich wiederhole es gerne nochmal. Eigentlich bin ich gegen Atomkraft. Aber jetzt momentan scheinen wir sie wieder zu brauchen. Und ich will ja auch meinen Strom haben. Ich knicke also ein, ich bin nicht mehr 100% gegen Atomkraft, so 100%, wie ich das früher war. Sondern ich sage, ja, es ist unbedingt notwendig, obwohl ich gar nicht weiß, ob es notwendig ist. Aber auf gar keinen Fall ein Atomkraftwerk neben meiner Hütte. Das geht nicht. Wir brauchen also den Spagat, ja, sichere Stromversorgung, nein, Atomkraftwerk, das mich und meine Gesundheit und die meiner Familie gefährden könnte. So ist der Gutmensch drauf. Das ist er. Der Gutmensch hat viele solche Sachen auf Lager. Das heißt, Grundprinzip, natürlich bin ich gut, vor allen Dingen, wenn es mich nichts kostet. Wenn ich weder darunter leiden muss, noch etwas dazu beisteuern muss, sei es finanziell oder durch Aktivität. Ich finde es natürlich gut, dass es eine freiwillige Feuerwehr gibt und überhaupt so viel Freiwillige, aber ich habe halt keine Zeit dafür. Es muss doch reichen, dass ich gut bin.
meine ganz private, aber nur wirklich die private, die will ich niemanden aufschwatzen. Frage ist die, und ich formuliere es absichtlich als Frage, ihr könnt euch eure Antwort überlegen, meine verrate ich nicht, vielleicht ahnt ihr sie. Was ist von so einem Gutmenschen zu halten? Ist der noch schlimmer als die, die ehrlich zugeben, dass sie böse sind? Oder ist er doch letztendlich einer von den Guten?